Heute möchte ich euch mal begrüßen zu einem kurzen Video zu OnlyOffice. Von OnlyOffice ist die Version 7.1 erschienen mit ein paar Neuerungen. Hier oben steht dann schon Konvertierung von PDF in DocX-Dateien. Umgekehrt natürlich genauso. Man kann ein Office-Dokument in DocX abspeichern. Wenn wir hier kurz auf die Seite gehen, es wurde der PDF-Viewer aktualisiert. Und man kann jetzt auch PDF zu DocX konvertieren und das soll ganz einfach vor sich gehen. Unter anderem kommen noch ein paar weitere Neuigkeiten, aber ich denke, das sehen wir uns mal live an. Dazu habe ich in Fedora OnlyOffice installiert und dann habe ich schon mal ein bisschen rumprobiert. Ich würde sagen, bei was ist neu als PDF-Datei? Das ist jetzt eine einfache PDF-Datei, die wir öffnen können mit Dokumentenbetrachter. OnlyOffice öffnet jede PDF-Datei. Das ist ohne weiteres Zutun möglich. Wenn wir dann hier gehen, speichern als, wählen wir hier unten aus das Office-Dokument, dann bekommen wir schon ein DocX als Endung. Jetzt mache ich hier einfach mal -1, dass es einfach mal anders heißt. Gehen hier lokale Datei öffnen, durchsuchen, was ist neu Doc1. Und jetzt haben wir die PDF-Datei in ein Dokument umgewandelt, dass wir jederzeit ändern können, was dazufügen und so weiter. Das Ganze können wir dann natürlich nach der Änderung wieder speichern als in diesem Fall portables Dokument. Es steht noch keine Änderung, aber wir sehen schon, es werden hier uns nur PDFs angezeigt. Speichern das Ganze. Gehen wir wieder auf Dokumente und öffnen dieses mit jedem PDF-Betrachter. Also die Möglichkeit, auch bestehende PDFs relativ einfach zu bearbeiten, ist gigantisch, vielleicht aber auch problematisch. PDFs versendet man eigentlich, damit in seinem Dokument nichts mehr verändert werden kann, unter OnlyOffice sehr einfach möglich. Das war jetzt kurz zur Erstellung von PDFs oder Bearbeitung von PDFs. Dann haben wir bei Was ist neu? Möglichkeiten, Pyramidenbalken, endlich mal auch etwas für Excel-Anwender. Jetzt schreibe ich hier einfach mal ein paar Zahlen rein. Und dann einfügen, gehen wir auf Einfügen, Diagramme. Und hier haben wir dann die Auswahlmöglichkeit, wenigstens schon mal von vereinzelten Diagrammen. Gut, langsam aber sicher entwickelt sich OnlyOffice auch zu einer richtigen Office Suite. Das nächste bei Was soll neu werden? Möglichkeit, ein ausgewähltes Bild auf eine Form zuzuschneiden, was bei PowerPoint oder WPS Office schon längst gang und gäbe ist, hält aber jetzt auch langsam bei OnlyOffice Einzug. Machen wir das Ganze mal weg, fügen wir hier mal ein Bild ein, Bild aus Datei, habe ich bestimmt irgendwo, jawohl, mein ehemaliges Wallpaper. So, und jetzt das Bild in verschiedene Formen, dann sehen wir schon auf der rechten Seite unter anderem auch an Folie anpassen oder zuschneiden. Zuschneiden, wie es bei PowerPoint und WPS Office möglich ist, hier können wir einfach Größe auswählen, ins Freie klicken und wir schneiden das Bild zu. Das gleiche müsste auch funktionieren mit Formen, auf Formen zuschneiden, ausfüllen, anpassen. Jetzt bleiben wir mal bei den Formen, machen wir hier einfach mal so Blitz, was auch immer, Fantasieform. Also funktioniert mittlerweile auch sehr, sehr gut. Also man hat hier auf der rechten Seite verschiedene Icons. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Form gehen, können wir hier auch noch einen Schatten hinterlegen. Den Schatten an sich können wir jetzt noch nicht verändern, vergrößern. Also ganz so groß sind die Möglichkeiten zwar nicht, aber OnlyOffice entwickelt sich wirklich immer weiter. Ich finde OnlyOffice ein sehr schönes, einfaches Programm. Was mir gefällt, sind die Tabs oben und egal, ob wir hier eine Präsentation, Excel-Datei, also eine Kalkulationstabelle haben oder auch ein Word, eine Textdatei haben, alles in einem Programm, alles tappbar. Hier ist wirklich alles auch für den täglichen, einfachen Gebrauch durchaus vorhanden. Ich kann jedem nur mal empfehlen, das Ganze auszuprobieren.
das war's für das Video. Was ich jetzt fast noch vergessen hätte zu zeigen, es gibt hier einen neuen Reiter oder Register mit Ansicht. Unter Ansicht kann man unter anderem auch OnlyOffice relativ einfach auf dunkel umstellen, wenn das Ganze besser gefällt oder wieder hell oder klassisch hell. Ich kann nur jedem mal empfehlen, OnlyOffice auszuprobieren. Auf der Webseite von OnlyOffice kann man es für jede Distro auch herunterladen. Hier geht man unter OnlyOffice erhalten, Desktop und mobile Apps. Und dann sucht man sich eben sein Betriebssystem raus, Debian 8 oder höher, CentOS oder Red Heat, Enterprise Linux, also RHL. Das Ganze als Snap gibt es noch nicht. Hier das Snap-Paket hat noch die 6.4.2, also dann doch wirklich das Debian-Paket herunterladen, wenn man Ubuntu verwendet. Flatpak hat im Moment auch erst die 7.0. Das Paket als App-Image hinkt auch noch etwas hinterher. Im Moment für Linux RPM-Version mit 7.1 und die Debian-Version mit 7.1 sind im Moment die aktuellsten. Flatpak dauert bestimmt nicht lange, bis die hinterherziehen. So, das war's wieder für das kurze Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.